Heute machen wir ein bisschen Storytime. Tag auch und danke, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Video. Ich erzähle euch, was nach meiner letzten Chemo passiert ist und hoffe, dass das irgendjemandem vielleicht hilft, wenn das jemand anderem auch passieren sollte. Wie fange ich an? Falls ihr meinen Monatsroll gesehen habt, da seht ihr mich am Anfang und am Ende frisch, fit. Ich sage da, dass ich mich mit meiner Mama treffen wollte in der Stadt, was ich dann auch getan habe. Es war ein schöner Tag. Es war der 30. März. Am 28. und am 29. hatte ich Chemo. Am 28. habe ich das Gemzi bekommen und am 29. das Carboplatin. Am 30. habe ich mich gut gefühlt. Bin wie gesagt mit meiner Mama in die Stadt gegangen. Ich hatte diese Strickjacke an, die man in diesem Video sieht. Und wir sind durch die Stadt. Es war schönes Wetter. Es war nicht so warm, wie ich dachte. Deswegen fing ich dann irgendwann an zu frösteln. Dann, wie gesagt, wir waren in der Stadt unterwegs. Wir haben auch gesessen und was gegessen und ganz gemütlich. Und kein Stress, keine Hetze, kein gar nichts. Dann bin ich irgendwann nach Hause. Ich weiß nicht mehr genau, wie spät das war. Und dann fing ich halt immer mehr an zu frösteln, so richtig zu zittern, hatte ich das Gefühl. Hab aber einfach gedacht, ich wäre nicht warm genug angezogen, weil ich keine Jacke anhatte. Und wie gesagt, dann bin ich nach Hause, hab mir was anderes angezogen, eine Jacke übergezogen. Dann musste ich nochmal los. Ich bin zur Packstation gegangen, glaube ich noch. Nee, ich bin von der Stadt aus, glaube ich, mit dem Bus direkt durchgefahren zur Packstation. Genau, hab mein Paket da rausgeholt, bin dann nach Hause gelaufen. Das ist ja nicht so weit. Dann ist mir eingefallen, ich brauche noch Milch. Es war ein Samstag, deswegen habe ich gedacht, na gut, dann gehe ich noch schnell zum Edeka, ist auch nicht weit. Und dann bin ich schnell noch zum Edeka, habe Milch gekauft und ein paar Kleinigkeiten nach Hause. Und dieses Zittern und Frosteln hörte einfach nicht auf. Ich bin dann, habe mir meine bequemen Sachen angezogen, meine Else warm gemacht. Falls ihr die letzten Videos nicht gesehen habt, Else, Körnerkissen, ist jetzt auch schon wieder heiß und liegt auf meinem Schoß. Hab mich hier unter die Decke verkrümelt und mir eine heiße Schokolade gemacht. Und ich dachte, irgendwann muss mir doch mal wieder warm werden. Das kann doch nicht sein. Dann fing es an, dass mein Kopf ganz heiß wurde, meine Ohren wurden ganz heiß. Und ich dachte so, Fieber? Dann macht es Klick und ich dachte, Schüttelfrost. Mir ist nicht kalt, ich habe Schüttelfrost. Ich hatte also Schüttelfrost, habe Fieber gemessen und als ich dann, wie gesagt, ne, Fieber gemessen habe, da war es dann schon sehr, sehr spät. Ich glaube, es war nach 22 Uhr. Ich weiß, wie gesagt, nicht mehr genau. Ich habe so ein Fieberthermometer, was man so ins Ohr steckt und dann piept das. Und das ist auch relativ neu. Ich habe es noch nicht so oft benutzt, aber die letzten Male, wo ich das benutzt habe, da hatte ich, glaube ich, nie mehr als 37,5 oder so. Ich hatte immer so 36, zwischen 36 und 38 irgendwo was. Also ja, und dann habe ich halt gemessen und ich hatte 40,2. Und dann wurde mir schlecht. Also mir, ne, mein Magen rumorte, das fing dann, also nicht direkt, als ich Fieber gemacht habe, mir wurde halt dann Fieber, scheiße, ich wieder mich hingelegt. Dann ging das los, dass ich mich übergeben musste. Und ich weiß nicht, wie oft ich mich übergeben habe. Ich bin dann irgendwann, ich hatte angefangen auf Netflix einen Film zu gucken, diesen Triple Frontier oder wie der heißt. Ich fand den übrigens nicht gut. Und ich habe dann alles ausgemacht und bin rüber ins Bett. Ich habe mich mit Mühe und Not umgezogen, habe dann nochmal Fieber gemessen, dann waren 40,3. Habe mich ins Bett gelegt, habe überlegt, was ich machen soll, musste mich immer wieder übergeben und habe echt Angst gehabt, dass ich irgendwie umkippe oder so. Also vom Schlafzimmer zum Badezimmer ist es nicht so weit wie vom Wohnzimmer zum Badezimmer. Dann habe ich bei einer Freundin angerufen, wo ich weiß, die ist nachts wach. Mittlerweile war es auch schon so um Mitternacht rum. Ich weiß, die ist nachts wach, weil die meistens eine Nachtwache hat, denn sie ist tätig in der Intensivpflege. Ich habe sie im Krankenhaus kennengelernt, als ich meine erste OP hatte. Sie war mit mir auf dem Zimmer. Und ich habe sie dann angerufen, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Ich habe überlegt, ob ich die 112 anrufe oder nicht. Wäre das übertrieben oder nicht? Allerdings steht auch in meinem Therapiepass, wenn man Fieber hat, soll man sofort einen Arzt rufen. Ich hatte das aber noch nie. Während den ganzen Chemos, die ich hatte, ging es mir noch nie so schlecht. Mir ging es nach der allerersten EC schlecht. Da habe ich
mich auch ein paar Mal übergeben und ganz schwer geatmet, das weiß ich noch. Aber nicht, ich hatte nicht dieses Schüttelfrostfieber, dieses ganze Package. Und ich habe auch selber in meinem Leben, glaube ich, noch nie die 112 angerufen. Ja, also meine Freundin hat gesagt, ruf da an. Ruf da auf jeden Fall an, du brauchst jetzt Hilfe und du kannst jetzt nicht allein sein. Was ist, wenn du umkippst? Also habe ich angerufen. Und da war ein Typ am Telefon, dem habe ich als erstes gesagt, also erstmal hat er abgenommen und ich habe sofort fast angefangen zu heulen. Ist das normal? Keine Ahnung. Habe ihm gesagt, hallo, so und so ist mein Name. Ich hatte gestern und vorgestern Chemo und jetzt habe ich Schüttelfrostfieber und übergebe mich die ganze Zeit. Ich brauche Hilfe. Und er hat dann nur gesagt, wollen Sie ins Krankenhaus? Und ich sagte, ich weiß es nicht. Ich kann nicht einfach jemand kommen und mich angucken und dann entscheiden, ob ich ins Krankenhaus muss oder nicht. Und er sagt, ja, mit Schüttelfrost hatte ich heute aber schon mehrere. Ich so, ja, aber hatten die auch alle Chemo? Und irgendwie ist er darauf gar nicht, weiß ich nicht, der hat dann mich irgendwie belabert und gesagt, ja, ich soll diese 116, 117 anrufen, das wäre der ärztliche Notdienst. Dann kommt ein Hausarzt, der halt gerade in dieser Nacht Notdienst hat. Und ich wollte nicht mit dem diskutieren, also habe ich gesagt, weißt du, also ich hab, alles klar, mache ich, tschüss, aufgelegt, habe da angerufen. Dann musste ich irgendwie, ich habe anschließend auch mein Telefondisplay geguckt, ich habe irgendwie fast 7 Minuten mit diesen Menschen da von dieser 116, 117 telefoniert und musste dem lang und breit, also alles nochmal erklären, mehrmals meinen Namen sagen, mehrmals sagen, wo ich wohne. Dann hat er gesagt, ja, der Arzt ist jetzt da und da, der braucht ein bisschen, wenn er bis 12:45 nicht da war, dann rufen Sie mich bitte nochmal an. Ich dachte, bis 12:45 bin ich gestorben. Wie gesagt, ich war hier alleine, ich hatte Angst, ich wusste nicht, was los ist und meine Freundin hat auch gesagt, 40 Fieber ist nicht cool. Gut, dann war es irgendwie 12:45 oder was. Dann kam jemand, ein Arzt und ein Täter. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ich war ein bisschen... Auf jeden Fall hat dieser Arzt mich angeguckt, nochmal gefragt, was ich habe. Ich habe ihm meinen Therapiepass gezeigt, habe gesagt, hier, Chemo, alles nochmal erklärt. Und dann hat er... Also er war sehr ruhig, hat mir dann irgendwas gespritzt und er hat mir das hier reingespritzt. Das ist jetzt irgendwie... das Blau. Das ist jetzt eine Woche her und jetzt kriegt das irgendwie Farbe. Es hat schweineweh getan. Es hat so gebrannt. Das weiß ich noch. Nachdem das so brannte, hat der mich ins Bett gebracht. Er sagte, wo ist Ihr Bett? Sie müssen sich hinlegen, Beine hoch, weil er dachte, ich wäre ganz schön blass geworden. Und dann sind die gegangen. Und dann habe ich ein bisschen gewartet und gelegen und dann bin ich wieder aufgestanden und habe alles ausgemacht, weil hier war überall das Licht an und alles. Und dann habe ich nochmal bei meiner Freundin angerufen und habe gesagt, mir geht's gut, der Arzt war da. Was heißt, mir geht's gut, aber der Arzt war da und ich werde jetzt versuchen zu schlafen. Da war es dann irgendwie 2:30 oder was, ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich mich eingerollt und bin relativ schnell eingeschlafen. Habe bis 12:30 geschlafen am nächsten Tag. Eine andere Freundin sagte dann meiner Mutter Bescheid, die wusste ja nicht, was nachts passiert war und ich hatte denen nachts so eine Sprachnachricht geschickt, was los ist und dann hatte sie meine Mutter geschrieben und gesagt, dass sie sich auch Sorgen macht, weil ich, wie gesagt, ich habe bis 12:30 oder so geschlafen und dann kam meine Mutter und hat nach mir geguckt. Den Sonntag habe ich dann ganz ruhig hier auf meinem Sofa verbracht. Am Montag hätte ich normalerweise einen Termin gehabt bei meinem Onkologen, da habe ich angerufen und habe denen erzählt, was am Wochenende passiert ist, gesagt, dass ich nicht kommen kann. Also am Montagmorgen habe ich angerufen, dass ich nicht in der Lage bin, irgendwo hinzufahren. Ich war dann Sonntag, Montag, Dienstag komplett zu Hause und am Mittwoch bin ich das erste Mal wieder kurz zum Edeka, habe ein paar Sachen gekauft und bin dann wieder nach Hause. Das ging, das war okay. Genau, ich habe am Montag, der Arzt hatte mich dann zurückgerufen und gefragt, was los war. Dann habe ich denen das nochmal kurz erzählt und am Donnerstag hatte ich dann meinen nächsten Chemotermin eigentlich regulär. Und dann haben wir uns nochmal hingesetzt, also die haben mir nochmal Blut abgenommen, wir haben uns nochmal hingesetzt und er sagte, dass seine Vermutung ist, dass es vom Gemzi kommt. Meine Vermutung war ja das Carboplatin, aber seine Vermutung war, dass es von dem Gemzi kommt, weil diese ganzen Sachen, die ich aufgezählt hatte, plus der zeitliche Rahmen, würden auf das Gemzi schließen lassen. Ich habe jetzt am Donnerstag keine Chemo bekommen, sondern einen Aufbautropf. Machen wir mal Pause. Er überlegt,
ob wir dann das Genzi in Zukunft komplett weglassen und nur noch das Carboplatin geben. Das entscheiden wir auf jeden Fall dann noch. Heute ist Samstag. Die nächste Woche habe ich meine reguläre Chemopause und danach die Woche am 15. April, das ist ein Montag, habe ich dann die nächste Chemo. Wir haben das jetzt extra auf den Montag gelegt, damit, falls ich wieder so eine schlimme Reaktion haben sollte, damit das nicht wieder am Wochenende ist. Ich habe gesagt, ich möchte dann nicht wieder Donnerstag oder Freitag die Chemo haben. Lieber dann am Anfang der Woche, damit, falls wieder was sein sollte, damit ich entweder da anrufen kann oder zu meinem Hausarzt oder damit es einfach nicht am Wochenende ist. Damit ich nicht wieder in diese Lage komme, ja gut, wenn es nachts ist, bei dieser 112 anrufen zu müssen. Er hat mir aber auch gesagt, wenn es nachts sein sollte oder am Wochenende, ich soll da ruhig anrufen und ich soll darauf bestehen, dass ein Krankentransport kommt. Und ich soll denen auch ruhig sagen, dass er das gesagt hat und dass ich das mit ihm besprochen habe. Da soll ich drauf bestehen und ich glaube, ich würde mich nie wieder so abwimmeln lassen. Klar, ich wollte nicht ins Krankenhaus, weil zu Hause ist immer noch, ist halt zu Hause, man fühlt sich hier sicher. Und im Krankenhaus ist es hell und da sind fremde Leute und Krankenhausbetten sind unbequem. Und ich hoffe natürlich, dass das nicht nochmal passiert. Im Grunde wollte ich mit diesem Video nur sagen, falls ihr da mal irgendwo anrufen müsst, falls ihr in so einer Situation seid, lasst euch nicht abwimmeln. Ich hatte das in meiner Insta-Story schon erzählt und dann kamen tatsächlich auch ein paar Kommentare zurück, dass das an der Tagesordnung sei, dass Leute da so abgewiesen werden oder was auch immer. Ich weiß nicht. Ich meine, ich würde da nicht anrufen, weil ich Schnupfen habe und ich rufe da ja auch nicht an. Da hat irgendjemand auch geschrieben, so, du hast da doch nicht angerufen, weil du jemanden zum Kaffee und Kuchen da haben wolltest. Richtig. Ich habe echt lange überlegt, bevor ich da überhaupt anrufe. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht mir wieder gut. Ich bin meiner Freundin sehr, sehr dankbar, mit der ich telefonieren konnte, bis der Arzt kam. Ist am Telefon geblieben, bis der Arzt hier war. Und das hat mich sehr beruhigt. Bleib gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss. Weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Das ist der Nachbar beim Staubsaugen.